Hallo, ich bin die Lisi. Jetzt mache ich mit euch gemeinsam eine Meditation, um die Versagensängste zu löschen und auch die Ängste, kritisiert zu werden, die Ängste, etwas Neues anzufangen. Aber ich denke, die Versagensängste loszulassen sind in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Denn nur wenn wir die Versagensängste loslassen, kommen wir in unser eigenes Potenzial und können ganz neue Erfahrungen machen. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Und vielleicht schließen Sie kurz die Augen und hören mir einfach zu. In dieser Meditation gehe ich direkt in dein Gehirn. Ich schaue jetzt, in welchem Gehirnareal die Speicherungen sind für Versagensängste und wir transformieren sie dann. Es erscheint das limbische System. Sie gehen mit Ihrer Aufmerksamkeit in das Gehirn. Und dort zeigen sich dann die Synapsen, die Versagensängste zuständig sind. Es zeigt sich noch die Amygdala, der Nucleus caudatus, das Stammhirn, der Nucleus accumbens, die Zirbeldrüse und auch unser Bauchgehirn ist daran beteiligt. Gib deinem Unterbewusstsein nun den Befehl, alle Synapsen, Dateien, Programme und Zugriffspfade zu zeigen, die zuständig sind für Versagensängste oder Ängste vor Kritik. Du bist in deinem Gehirn und all diese Dateien zeigen sich jetzt. Gib deinem Unterbewusstsein nun den Befehl, diese Synapsen zu löschen, zu transformieren und umzuwandeln. An diese Stelle gelangt jetzt die Tugend der Quelle der Freude. Ich bin eine Quelle der Freude. Dazu kommt noch die Tugend der inneren Stärke. Ich bin in Resonanz mit innerer Stärke. Ich bin innerlich stark und stabil. Dann noch der Satz, ich traue mich, ich selbst zu sein. Nur durch Loslassen gelange ich auf die nächste Stufe. Wer richtig schenken will, muss erst empfangen lernen. Ich freue mich an mir und am Leben. Ich bin alles, was ist. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug und verlassen Sie sich darauf, dass Ihr intelligentes System nun alle biochemischen Prozesse, die mit Ängste verbunden sind, umwandelt in liebevolle und ihnen dienliche Prozesse. Sprechen Sie zum Abschluss noch den Satz, ich bin Gott und werde immer sein, und atmen Sie tief ein. Dankeschön.